So, da sind wir auch gleich wieder. Wie gesagt, beim letzten Mal habe ich erwähnt, dass wir hier die diese AOE haben. Die werde ich jetzt gleich mal hier an den Fledermäusen, beziehungsweise Weevil, wie sie hier heißen, mal ausprobieren. So, das machen wir einmal so. Und dann sind alle weg. Zack. Hat zwar 2 Minuten Cooldown, aber ist sehr, sehr, sehr gut. Bringt viel, wie man gesehen hat, auch wenn die sowieso nicht so viel aushalten, aber dann braucht man nicht ewig durchtappen hier und da und hast du nicht gesehen. Rotan bringt irgendwie immer nicht ganz so viel. Aber auf ein einzelnes Ziel ist ja schon ganz gut, da kümmert er sich drum. So, ab hier müssten jetzt hier diese Traumfragmente droppen, von daher müssen wir hier sowieso ein paar mehr machen. Widerstanden. Also jetzt geht's aber los hier. Einfach widerstanden. So, so. So, wie gesagt. Aber wir sind ja jetzt hier auch schon eigentlich gut durchgekommen. Hat ja jetzt nicht so ewig lange gedauert. Oh, jetzt brauche ich mich nicht mal voll heilen hier. Hat ein E-Level ab. Ja, du kannst mal ein bisschen langsamer machen hier. Ja, Tatsache. Die Bindung unten ist immer schon weg. Beziehungsweise der Root, bevor ich überhaupt hier mein Skill zu Ende getastet habe. Das ist natürlich auch irgendwie nicht Sinn und Zweck der Sache, oder? Also ich weiß ja nicht. So, da haben wir ein Traumfragment. Die 15 sollten wir relativ easy schnell zusammenbekommen. Du hast keins. Okay, dann hast du halt keins. Halt, 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 halt. Oh, Video kommt. Jetzt drücke ich auch wieder weg. Hatten wir letztes Mal schon. Hä? Weil ich den jetzt hier geroutet habe irgendwie, ne? Nein, jetzt habe ich das. Egal. So, mal gucken, ob der auch was hat. Ob der nicht droppt, wenn ich mir mal die anderen machen. Aber kann schon sein. Nee. Dann haben die nicht drin. Können wir die auslassen. Die Gutsmarkt. Vielleicht mal gucken, ob die Küchenchefin hier was bei hat. Ah, die coole Glocke wieder. Sehr cool. Sehr cool, sehr cool. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Nee, hat sie nicht. So, hier springen wir mal schnell in die rein. Machen wir mal einmal so. Die sind dann auch gleich betäubt. Sehr schön. So, machen wir mal den einen jetzt her. Ah ja, gut, ist eh ein Fernkämpfer. Ach, ich bin jetzt hier verlangsamt. Okay, dann hauen wir das mal rein. Mana brauchen wir auch. Jetzt laufe ich hier gegen die Tür. Den können wir nochmal routen und dann machen wir erstmal den hier, weil der ja weniger hat. Ich wollte gerade sagen, der hält vielleicht mehr aus als der andere, aber es sind ja beides so eine Art Templer. So, gut, dann haben wir den einen hier noch. So, das hätten wir auch. Der ist auch gleich weg. Ja, geht doch. Also wie gesagt, Rotan, sage ich nur, diese Explosivperle ist echt gut, weil sie nicht nur AOE-Schaden austeilt, sondern auch die Leute noch stunt. Zumindest für kurz. Steht hierbei wie lange eigentlich? Nee, steht nur bei, dass man diese betäubt. Nun gut. So, hier können wir uns noch irgendeinen Buff abholen, glaube ich, an den Weg. Oder? Moment. Muss ich mal kurz testen, ob da irgendwas kommt. Ah ja, hier. Ach, ans Schild. Okay, genau. Okay. Super, super, super. Ah, das war, nee, unser eigenes war, glaube ich, schon weg. Ich würde sagen, hat jetzt wahrscheinlich unser eigenes ersetzt, aber. Nee. Ach komm, machen wir die auch noch weg da unten. Ja, Schild hält noch. Gut, gut. So, bevor der andere da unten ist. Ja, weg. Gut. In den Garten, da gehen wir auch gleich, glaube ich, nochmal kurz raus, weil da auch noch ein, so ein Artefakt-mäßig was gibt. Also so ein Gegenstand, den wir benutzen können. Ich einfach nochmal, ob da wirklich einer, aber ich glaube, da war einer. Wie gesagt, gucken wir uns kurz gleich nochmal an, damit wir das auch haben. Die haben alle keine Traumfragmente drin. Sö, sö, ein bisschen Mana brauchen wir ja da unten. Ach, Gartenbrunnen. Ja, mal gucken, ob er da so durchgerannt kommt. Ja, mal anklicken. Ach, da hinten steht die Schlafblume. Genau, die meinte ich. So, jetzt bekommen wir hier nochmal einen Hot draufgesetzt. Können hier in der Mitte einmal zu dem durchlaufen. Der spawnt gleich so ein Ding, genau.
Aber der edit nicht den anderen, ne? Das ist ja schon mal. So, nicht abbrechen bitte, dankeschön. Hallo Glöckchen. Ah, ist gleich tot. Sehr gut, den können wir da hinten noch machen, weil der müsste wieder ein Traumfragment droppen, so heißt es. Ja, okay, den machen wir halt auch noch. So, Mana Mana. Einmal kurz schlafen, dankeschön. So, packt man in Root. Mal bis hier die Angriffe hier variieren. Ja, weglaufen, wenn der Skill durchkrastet, bringt natürlich nichts. So, können wir das runternehmen? Jawohl, das können wir runternehmen. Schildchen rein. Trank genommen, so. Dann können wir uns hier auch die Schlafblume mitnehmen. Ja, wieder verpasst, weil der... Ich hätte jetzt gedacht, der hat... Okay, hätten wir doch nicht machen brauchen, weil er hatte keins drin. Ja, jetzt habe ich hier auch noch durch. Wollte ich ja gar nicht. Ah, da haben wir sie ja. Kräfteraubende Pollen. Die ziehen wir mal auch hier rein. Die machen, ja, kurz in Schlaf und macht dann Schaden, wenn ich es richtig gelesen habe. Ach, das war der andere. Okay, dann hat er doch ein Fragment. Na, siehst du. Habe ich ja doch recht gehabt. Na, puh, ich war hier. Dachte ich schon, ich habe wieder falsch gesagt. So, den Rest lassen wir einfach aus, wie gesagt. Holen wir nochmal. Uns nochmal schnell hier. Nee, wir haben das andere Schild drin. Wäre dumm, wenn wir uns das eine holen, um das andere wegzumachen. Unser eigenes hat jetzt schon Cooldown und können wir auch laufen lassen. So, Hälfte haben wir ungefähr. Von der Instanz haben wir auch gut die Hälfte geschafft. Würde ich behaupten. Nehmen wir nochmal so einen coolen Trank. Hier hinten ist dann noch so ein Miniboss. Die Tür war das letzte Mal auch zu. Ja, genau. So. Steht hier links die gute Frau, wie ich meine. Erstmal die beiden hier weg. Da steht sie ja. Die Lady. Komm, kommt der jetzt eigentlich schon angelaufen? Habe ich vielleicht einen Aufruf gemacht? Möglich, möglich. So, so, so. Das ist kein gültiges Ziel. Kein gültiges Ziel, naja. So, Mana brauchen wir. Die Lady Anger. Na, wieder verpasst. Ich passe mal nicht auf. So, jetzt aber, jetzt ziehen wir den hier durch. Komm. Ja, vielen Dank. So, hier fangen wir mal an zu kumulieren. Hauen hier dann den GK an den Kopf. Ja, so. Ja, ja. Ja, natürlich, hallo. Ah, hier kommen die, genau. Benutzen wir jetzt einfach mal die Perle, sehr gut. Schild hält noch, Schild ist jetzt runter, dann machen wir gleich ein neues rein, nehmen den coolen Trank, wegen Mana und so. Ach, das war's schon. Gut. So, das war der zweite Boss. So, dann gehen wir hier weiter. Diesmal nehmen wir uns nämlich den Trank mit. So, noch einen aus dem Weg geräumt hier. 8 von 15, das wird. Die anderen müssten auch alle eins drin haben, hoffe ich. So, wie machen wir das denn jetzt hier? Wir kumulieren erstmal durch und hauen den Schattenhüter um. Schicken auch den anderen schnell Rotan. Nice. Weggetappt. Nee, nicht den. So, dann machen wir einen 10. Dim, dim, dim. Der ist gleich weg. Ihr habt ein ungültiges Ziel ausgewählt. Na, den kriege ich jetzt wieder nicht rein, bla bla. So, dann einmal so, so, so. So, der ist auch gleich weg. Das ist das falsche Ziel. Ja, ja. Fiedeln wir ja einmal rum. Den, ich glaube, finde den brauchen wir gar nicht so oft, weil die gar nicht so viel Schaden machen. Es sei denn, ich lege mich mit zwei, drei gleichzeitig an, aber ansonsten geht das eigentlich vom Schaden nehmen, möchte ich ja mal meinen. Aber wir haben ja auch relativ gute Rüstung an, von daher passt das schon. So, dann nehmen wir jetzt hier den Trank mit. Das kommt mit. Ja, ich fühle mich unglaublich gut. So, den Trank können wir ja auch nochmal reinziehen.
Ah, okay. Also der, wie ihr lesen könnt, wenn ihr den lesen könnt, stellt Gesundheit wieder her und gibt uns ein Spiegelschild für eine kurze Zeit. Sehr gut, sehr gut. Brauchen wir wahrscheinlich erst beim Boss. Aber wie lange hat er denn? Der hat nämlich 10 Minuten Cooldown, okay. Naja, kann ich ja beim nächsten bei den nächsten zwei Gegnern gleich mal zeigen. So, ja genau, ob dann der Skill geht noch durch. So schön. So ein wenig Mana. Leben hätte ich jetzt mir eigentlich schenken können. So, jetzt nehmen wir nämlich den hier, haben das Schild drauf und gehen dann hier rein. Ach, die Animation kenne ich von eben. Die sah so aus wie das Spiegelschild aus der Shugo-Instanz. Ah ja, wie ihr seht, die lilanen Zahlen, die da aufploppen, das sind das Spiegelschild. Den Schaden, die sie sich selber zufügen, ist zwar nicht so viel Schaden, aber immer nützlich. Jeder Schaden, der durchkommt, auf den Gegner bringt auch was für uns. Also beziehungsweise, dass der Gegner schneller tot ist. Das ist ja immer gut. So, wir haben jetzt 11 Fragmente. Dann müssen wir jetzt hier noch 1, 2, 3 umhauen. Erstmal hier die Leutchen, die Patt laufen. Den Gutsdiener da in der Ecke brauchen wir, glaube ich, nicht unbedingt. Jetzt machen wir mal die Mark da vorne noch schnell. Oder kommt die andere auch gleich? Ah, ist egal. Haben wir jetzt 2 an der Backe. Das ist nicht ganz so schlimm. Jawohl, 2 an der Backe. Dann machen wir das Schildchen rein. So, heilen wir uns mal ein bisschen hier. Ah, jetzt brauchen wir es, weil Mage, ne, macht schon ein bisschen mehr Schaden. Aber nichts, was wir nicht gegenheilen können. So, die beiden haben wir auch geschafft. Haben wir zwar keinen Mana mehr, aber egal. Dafür haben wir den tollen Skill. So, die beiden sind weg. Jetzt kümmern wir uns gleich um die beiden, aber immer noch ein bisschen Mana zuschustern hier. So, da können wir jetzt mal einmal, kann ich die von hier hinten benutzen eigentlich? Ah nee, okay, ist ein Nahkampf. Ah nee, doch nicht. Okay, okay. Hab mich vertan. Müssen wir nur den hier vor uns wieder reinkriegen. Genau. Gut, der schläft, beziehungsweise hat geschlafen zu kurz, aber es hat sehr gereicht. Der eine ist jetzt tot. Ach, Schaden hat es auch gleich noch mitgemacht. Aber also. Super. Wie gesagt, ich habe die früher nie benutzt, weil ich die für unnötig hielt, aber naja. Wenn man hier mit einem Mage oder sowas durchroffelt, dann ist das sowieso kein Problem. Die hatten jetzt gar nichts drin hier. Dann kommen weiter vorne hoffentlich mal welche. Muss ich gleich mal gucken, nicht, dass ich hier zweimal reinrennen muss, nur wegen der einen dummen Quest. Das schauen wir gleich nochmal. Aber hier werden hoffentlich noch 4 Leutchens kommen, die was ploppen hier. Ach, vielleicht die Besucher haben nichts. Ah ja, hier sind so eine Wächter und so. Die müssten aber alle wieder was drin haben. Wir ziehen den einen mal schnell wieder hier rein. Ja, komm mit, mein Freund. Ich habe hier drin eine Überraschung für dich. Da ist sie schon. Und die nächste lauter kleine Überraschung. Ja, bin ich nicht nett. Super, ne? So. Zack. Jawohl, der hat wieder ein Traumfragment drin. Ach komm, um die beiden können wir uns auch mal kümmern. Oh, mal so hinstellen. Ihr braucht freie Sicht auf dass sie hier um die Ecke rumkommen müssen. Machen wir nämlich einmal hier die Perle für die Perle. So, die beiden sind dann nämlich auch gleich weg. Geht ja relativ easy alles hier mit den Dingen, mit den ganzen Sachen, die wir zur Verfügung haben. Wir haben zwar nichts drin, aber einfach, weil ich es kann. So. Dann brauchen wir wieder Mana. Mana, Mana, Mana. Dann naschen wir hier mal vom Obstkorb. Lecker. Okay, der stellt TP wieder her. Hätte man nicht gebraucht, aber egal. Korgusfleisch essen wir auch gleich noch. Einfach weil wir was können. Und dann müssen wir auch sehen, was es macht. Er müsste gleich sterben von der. Wie heißt es? Von dem Dot, so, von der, na klar, von der Dot, und das Dot, Alter, nee, so, wieso brauchen wir jetzt noch 3, ah ja gut, es müssten jetzt hier, der nächste Wächter sollte dann,
Glöckchen. Ja, ja, Heilung kommt gleich. So, vielleicht hätten wir das, den Obstkorb erst danach essen sollen. So, der hatte eins drin, sehr gut. Der hat auch eins drin. Du solltest auch eins drin haben, jawohl. So, jetzt haben wir hier die Quest auch fertig. Fehlt nur noch die eine. So, Porgos Fleisch, was hat das gemacht? Ach, das war Buff-Food, sehr schön. Physische Angriffe und Magieverstärkung sind um 10 erhöht. Der Wahnsinn! Also, bringt nicht so viel, aber wir haben es drauf. Wie gesagt, jeder Schaden, der mehr ist, ist gut. Hier müssen wir jetzt auch nochmal die Treppe hoch. Gleich. Wir machen mal jetzt hier den einen, der davor steht. Wow, mal einen grünen Loot. Ich bin ja begeistert. Okay, dich müssen wir auch noch machen. Ah, das ist ein Fernkämpfer. Ich hätte gar nicht langsamer machen brauchen, aber okay. Was soll's. Irgendwie hatte ich das auch mal mehr in Erinnerung hier, dass hier gerade auch Gold-Loot und sowas mehr droppt. Aber, naja. Dann halt nicht, können wir ja nicht ändern. Ist auch nicht ganz so wichtig, aber... Weil die Sachen, die hier drinnen droppen würden, also der Gold-Loot wäre eh nicht für unser Level, von daher müssen wir die eh verkaufen. Und bringen tun sie auch nicht mehr so viel. Also, egal. So, den machen wir den schon mal. Ja, na und? Würde ich auf der Gästeliste stehen, hätte den mich erwartet. Das ist auch blöd. Das ist kein gültiges Ziel. Naja, okay, schon tot. Meister, so, hier würden wir jetzt wieder durchkommen zu Caliga. Das machen wir aber noch nicht. Dann können wir die sogar können wir auf Chromede sogar in 2 Folgen abfrühstücken. Naja, das ist ja genau wie mit der anderen. Ich dachte, wir brauchen ein bisschen länger. Aber nein, brauchen wir nicht. Es war nur, weil wir am Anfang wahrscheinlich die Videos angeguckt haben und Lupsi und Lapsi gemacht haben und deswegen. Da steht dann jetzt hier noch der letzte Boss sozusagen, den wir noch machen müssen. Dann kann ich ja vielleicht irgendwann nochmal eine Folge machen, wo ich einfach durchrenne, die Bosse auslasse und wir machen einmal die Version, die uns dann den Schlüssel gibt für die eventuell muss man einmal dazu sagen, eventuell den Schlüssel gibt für die für seine Waffenkammern da, die wir uns gleich nochmal angucken können, aber nichts rausholen. Aber wie gesagt, die Waffe ist, naja, wir haben ja schon eine ganz gute, die ist wahrscheinlich auch ganz gut, aber dürfte ähnlich der sein wie der 35er Version aus dem Feuertempel, von daher, oh, wir sterben doch schon. Wenn der noch, ach, der, das ist der Patt läuft. Ah, jetzt habe ich. So, dann machen wir das halt so, okay. Also wie ihr seht, die sind doch schon mal ganz nützlich zwischendrin. Ich dachte, das wäre der hier vorne schon gewesen, der Patt läuft, aber war er nicht. Na gut. So kann man sich täuschen. Ah, kaum meckere ich ein bisschen rum, gibt nochmal Weißloot, sehr schön. So, einmal Leben. Kette brauchen wir nicht mal durchmachen, reicht schon. Aber Mana brauchen wir. Ah ja, haben wir schon ganz gut die Mana-Trinke hier verbraucht, die wollen Dinge. Na komm, schick mal Rotan nochmal vor. Ja, Entschuldigung. Ja, ich weiß, er ist nur kurz. Ah ne, nicht mal kurz, weil er den Dot drauf hat, der natürlich in dem Moment tickt. Ist ja klar. Wichtiges Niederwerfen. Naja gut, wenn es sein muss. Wie gesagt, Schock entfernen kommt erst im nächsten Level. Eigentlich sollte er ja auch schon wieder fast weg sein, aber ja. Warum auch, ne? Warum sollten die auch zur rechten Zeit verschwinden, wenn man die ganz tothauen kann? Genau. Okay, dann haben wir die alle. Warten wir hier nochmal kurz drauf, aber das ist ja eh nur eine Minute. Wir müssen ja eh noch ein bisschen Mana recken. Da vorne dann noch 2 Mobs machen und dann haben wir es schon wieder geschafft. Echt gut. Gut, gut. Habe ich nicht gedacht. Okay, ich dachte, wir brauchen ein wenig länger, aber hätte ich hier wirklich alle Mobs gemacht, hätten wir auch ein wenig länger gebraucht. Von daher war ich mit meinen 3-4 Folgen gar nicht so schlecht. Aber wie gesagt, da wir ja nicht alles gemacht haben,
Brauchen wir das hier auch nicht so ewig fortsetzen. So, wie gesagt, wir haben jetzt hier die beiden Kerlchens noch. Und dann seht ihr ja, da hinten schon stehen sie alle Spalier und warten auf uns. So. Kumulieren wir hier mal eine Runde durch. Warten dann gleich nochmal, bis alles ready ist, wenn der Kerl hier tot ist, beziehungsweise nutzen die Zeit, um uns hier wieder vollster Gesundheit und vollstem Mana zu erfreuen. So, eins ist fertig. Den hier lasse ich mal für zwischendrin. Nehme ich lieber den hier. Und versuche damit so voll wie möglich zu werden. Der Trank läuft ja auch noch nebenbei. So, das haben wir. Dann fiedeln wir hier noch einmal schnell. Und dann kümmern wir uns da hinten um die Freundchens. So, sollte reichen. Was haben wir denn hier nochmal? Achso, Bewegungsgeschwindigkeit. Ja, ja, bla bla, brauchen wir alles nicht so. Hier haben wir auch alles fertig. Sehr gut, dann rennen wir jetzt einfach mal rein in die. Ja, kommt her, meine Freunde. Wenn denn alle da sind, machen wir einmal dumm, dann machen wir hier ein Spiegelschild rein, schicken da den drauf. Können die sich hier an uns totprügeln, wenn sie wollen. So, Schild rein hier. Einer ist tot, okay. So, dann machen wir einmal so. Hallo, ihr kleinen Schweinchen. Ach, die Bibel kommen hier auch noch. Naja, mal hier noch den ein oder anderen töten hier vielleicht. Bevor sie uns töten. Jetzt bricht er uns ja noch ab. Naja. Also wie ihr seht, sind hier schon ein paar mehr. So, jetzt Kaliga noch. So. Dann verschwinden die auch. Ja gut, war jetzt ein bisschen, weil ich dachte, wir sind im Barara, wenn wir hier reinspringen mit der Perle. Aber es hat ja ganz gut geklappt. So. Jetzt können wir hier die ganzen Leutchens durchsuchen. Wie gesagt, hier sind nochmal die Waffenständer. Wenn wir denn die ganzen Minibosse hier nicht gemacht hätten, wäre nur der gute Kaliga als Elite-Version da gewesen und wir hätten eventuell einen Schlüssel bekommen. So, hier haben wir schon mal einen Helm, den wir mitnehmen können. Den können wir sogar, glaube ich, ganz verwenden. Plattenstiefel, gut, die bringen uns nicht so viel. Die Kette bringt uns jetzt auch nicht so viel, aber wie ihr seht, ist da gut was drin. So, hier ist noch ein Ring. Der ist schon eher was für uns. Also, so eine Sachen kommen hier raus, wenn man die Bosse alle mitmacht. Und hier sind nochmal schöne Ohrringe für uns, also. Ist auch ganz gut. Nicht wundern, die Dinge, die es hier tuten, glaub ich. Oder nee, das sind wieder die Dinge, die es hier drum tuten, genau. So, dann gucken wir mal. Moment. So, hier haben wir noch die, dann können wir einmal hier einen austauschen. Was haben wir denn hier? Was haben wir hier? Ah genau, gerade der Siegel war nicht so richtig für uns. Da machen wir jetzt mal den rein. So, Ohrringe haben wir den und den. Ah, nehmen wir mal den mit der Crit raus und machen mal ein bisschen Magieverstärkung und TP rein, genau. So, dann haben wir noch hier den Kettenhelm. Hatte der hier jetzt Magieverstärkung? Ja, 21. Ja gut, das haben wir jetzt ausgeglichen durch den anderen. Wir setzen den auch einfach auf. Hab jetzt leider hier nicht so viele Sachen drin, die man zeigen kann, aber... Hier drinnen sowieso nicht, weil, ne? Hier drinnen die gute Komete sind. Aber jetzt haben wir es ja gut geschafft. Echt gut geschafft. Echt gut, ja. Zack, sind wir gleich wieder draußen. So, haben wir das geschafft. Dann mache ich hier nochmal einen Cut und dann gehen wir in der nächsten Folge die Quests in Ruhe ab. Tschüss!